Hallo, da sind wir wieder im Euro Truck Simulator 2. Wir fahren weiter in Italien mit dem Scania 9 und Sonne steht auf Tief. Und wir gucken mal, was es jetzt für Aufträge gibt. Erstmal Frachtmarkt. Wir sind in Bologna. Ich glaube, hier gibt es keine Aufträge, weil die werden erst nachgerechnet. Soweit. Dann gucken wir bei World of Trucks von Bologna. Ist alles open. Das sind die beiden. Geht dann hoch in die Tschechei. Das ist alles Verona. Venedig, da kommen wir her. Verona will ich nicht. Milano will ich auch nicht. Dann fahren wir nach Pescara mit tiefgekühltem Seehecht. Okay. Den Auftrag nehmen wir an. Und dann wollen wir einsteigen, Motor starten, einmal wenden. Ja, den Spiegel brauche ich aber noch. Unsere schicke Rückfahrkamera mache ich jetzt mal. Und dann können wir loslegen. Ah, ja. Ja, eine kurze Fahrt. Ist das schon hier? Nein, das ist noch nicht hier. Ja, der meinte einfach rausziehen zu müssen. Fängt ja schon gut an. Dann wollen wir hier unser Auflieger einsammeln. Der steht hinten. Okay. Dann gucken wir mal. Ja, dann hier versteckt. Da versteckt er. Da ist auch egal, wie rum wir rausfahren. Ein bisschen wieder weit. Machen wir jetzt mal über Spiegel. Zack, einmal aufladen. Und ab dafür. Mit meinem Rechner kommen jetzt demnächst auch die Videos. Die ersten zwei sind schon gedreht. Musste ich leider mit dem Handy drehen, weil irgendwie mein Ladekabel von meiner Digitalkamera einen Hau weg hatte. Und
Die nächsten Videos, die dann danach kommen, sind dann auch wieder in einer vernünftigeren Qualität. Und habe mir nämlich ein neues bestellt, das ist auch schon da, das ist heute gekommen. Da kann ich dann wieder, wie gesagt, vernünftige Videos machen. Das Einzige, was jetzt an meinem neuen PC noch fehlt, ist leider Gottes eine der wichtigsten Komponenten, nämlich der Prozessor. Ich habe beim Kaufen nämlich leider nicht aufgepasst. Ich habe leider... Da stand zwar, dass das ein Versand von Deutschland ist, aber irgendwie kommt das Ding jetzt aus Italien. Keine Ahnung. War ein recht günstiges Angebot. Und sobald der dann da ist, kann ich dann den Rest zeigen in Videoform. Halt Prozessoreinbau, Kühlereinbau. Netzteil wird auch noch eingebaut, und aber da warte ich noch. Ich werde dann ein drittes Video machen, wo halt die drei Komponenten dann noch eingebaut werden. Und das wird dann bei Zeiten kommen. Und dann halt gibt es dann ein Video, das System dann insgesamt vorstelle als Benchmark und weiter und so fort, wenn dann alle Daten umgezogen sind, dann darf sich der Chris, den ich hier an der Stelle grüße, darf sich dann über mein altes System freuen, der das dann für ein kleines freundschaftliches Entgelt dann übernimmt, das alte System. Dann braucht er nur noch vernünftiges Internet und dann kann er dann auch ein bisschen was bist du denn auf einmal her? Dann kann er dann da auch anfangen, vernünftige Videos zu machen. Da muss ich jetzt hier bleiben. Schade. Ticken zu früh. Oh, die heizen da aber durch. Trotz Schrankenanlage heizt die da durch. War nicht schlecht. So, wir müssen da rechts rum. Welchen Gründen auch immer. Verkehrsführung hier immer noch mehr als gewöhnungsbedürftig. Aber okay, was soll's? Warte mal nachgucken. 344 Meter. Okay. Ja. Wir fahren jetzt halt weiter. Auch runter in den Süden. Unser Ziel ist es ja, in die Stiefelspitze von Italien, wenn nicht sogar rüber bis nach Sizilien. Und dann haben wir dann das DLC quasi, beziehungsweise das ganze DLC natürlich nicht, weil da gibt es ja noch einiges mehr zu sehen. Aber halt das erstmal gesetzte Ziel haben wir dann erreicht, sofern wir da wirklich ankommen. Wie gesagt, die Aufträge im Achtmark werden noch nachgereicht. Da hat man die irgendwie ein bisschen vergessen. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass SCS dem Druck der Community ein bisschen nachgegeben hat, die halt
den Scania früh fahren wollten und halt auch auf das Italien-DLC möglichst schnell dann verfügbar machen wollten. Tolles Deutsch. Dass da halt das DLC ein bisschen früher auf den Markt gekommen ist als geplant. Es ist super geworden, also ich habe bis jetzt noch nicht so wirklich irgendwelche Fehler gefunden oder so. Optisch richtig schön geworden. Ja. Damm. Warum? Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen Wortfindungsstörungen. Was ich sehr gut gelungen finde, sind halt diese Nothaltebuchten. Finde ich also richtig gut. Die vermisse ich so ein bisschen auf Deutschland. Da hätte man ruhig ein bisschen die auch anpassen können. Weil ich weiß es jetzt nicht. Ich bin jetzt schon Ewigkeiten hier im ETS in Deutschland gefahren. Da müsste ich jetzt einfach mal nachgucken, wie das da ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da halt auch ein bisschen nachgebessert hat. So, wenn der jetzt weg ist. Das ziehen wir an dem mal vorbei. Oh, ein Tandem. War nicht schlecht. Weil ich habe keine Lust, Ewigkeiten hinter dem zu bleiben. Weil da kommen wir sonst nicht ewig durch. Ah, ihr kennt das, Müdigkeits-Simulation ist hier im ETS abgeschaltet. Das heißt, wir können nonstop durchfahren. Das tue ich auch. Also Pausen, die der Fahrer theoretisch einlegen oder in der Praxis einlegen, erspare ich euch. Das antun, also dafür ist die Strecke hier generell im ETS schön komprimiert, dass man da vernünftig durchfahren kann.